Hallo meine Followers, ich bin Niklas und willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Wie ihr seht, bin ich heute nicht daheim, zumindest nicht die erste Hälfte vom Video. Ich bin heute im Theater. Hinter mir sprechen sich gerade alle ein, weil wir gleich Vorstellungen haben. Ich hoffe, man versteht mich. Über meine Bodybuilder-Freunde hier habe ich schon mal einen Poetry-Slam-Text geschrieben. Wenn ihr den sehen wollt, dann lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit dem Video. Meine Bodybuilder und ich, eine davon ist die Alessia. Hallo! Wir wollten euch von einem richtig coolen, was wollten wir euch erzählen? Wir wollten euch erzählen, wie toll wir es hier haben. Ja, nee, von dem Prinzip. Wir Bodybuilder, wir erzählen euch jetzt von dem Prinzip, was wir uns ausgedacht haben. Aber das erzähle ich euch in Ruhe in meinem Zimmer. Deswegen, Leute, hüdelü, bis gleich. So, meine Followers, dann erzähle ich euch mal, worum es bei unserem Empowerment-Plan geht. Ich sag euch, die letzten Wochen waren richtig, richtig crazy. Die waren durchgetaktet vom anderen Stern. Ich war Teil des Ensembles des Jungen Gärtnerplatztheaters, wo wir ein Stück über Frida Kahlo auf die Beine gestellt und auf die Bühne gebracht haben. Und da hatte ich Premiere und einige Vorstellungen mit den nettesten Menschen, wirklich. Es hat mega viel Spaß gemacht. Zur selben Zeit hatte ich aber auch noch Prüfungsphase in der Uni, habe total viel gearbeitet nebenbei. In letzter Zeit habe ich auch ganz viel für Galileo gedreht. Wenn ihr da mal ein Video anschauen wollt, dann klickt doch einfach mal da hoch. Und war eigentlich nur unterwegs. Und ich sag euch, es war richtig stressig, aber es war so ein positiver Stress. Kennt ihr sowas? Wo ich ganz genau weiß, diese Dinge, die mache ich gerne und in dem Moment machen die einfach nur Spaß. Macht alles Spaß und alles ist toll, aber wenn du nach Hause kommst, merkst du erst, wow, es hat ganz schön viel Zeit in Anspruch genommen und ich habe halt keine Zeit mehr für mich. So. Und das ist was ich gemerkt habe, wie wichtig es ist, Zeit mit sich selbst zu verbringen. Denn obwohl ich mit meinen Freunden ausgehe und das meine Freizeit ist, kann es immer noch total anstrengend sein, weil ich immer und überall umgeben bin von Leuten. Und deswegen braucht man auch einfach mal Zeit für sich, wo man einfach mal nichts macht und die Seele baumeln lässt. Einfach so ein bisschen Me-Time. Deswegen haben wir uns, meine schönen Schauspielkollegen und ich, vor einem guten Jahr diesen Empowerment-Plan überlegt. Und deswegen weiß ich aus sicherer Quelle und persönlicher Erfahrung, dass es in unserer WhatsApp-Gruppe mega, mega gut geklappt hat. Und es läuft folgendermaßen. Manchmal, da fühlt man sich einfach nicht so auf der Höhe. Wie in meinem Fall, wo ich einfach 110% gegeben habe, nonstop. Irgendwann macht dein Körper halt auch nicht mehr mit. Und gemerkt habe, hey, halt stopp. Wenn allgemein ihr euch einfach nicht wohlfühlt, wenn dieser eine Tag ist, dieser eine dunkle, graue Tag, wo du sagst, hey, heute ist alles scheiße, heute ist alles, was ich jetzt mache, alles ist nein, es wird nichts. Heute ist einfach gelaufen, so. Dann ist es auch vollkommen okay. Dann darf auch an einem Tag, an einem Abend, an einem Vormittag alles kacke sein, solange das nicht zur Gewohnheit wird, was uns gleich zu unserem Prinzip bringt. Schritt 1. Wenn sich jemand unwohl fühlt in seiner oder ihrer Haut oder allgemein mit der ganzen Situation, in der er oder sie sich befindet, dann schreibt man, so haben wir es in unserer WhatsApp-Gruppe gemacht, ohne jegliche Emojis, Erklärung, Rechtfertigung, irgendwelche Hintergrundgeschichten, ohne irgendwas, einfach nur folgenden Satz. Ich fühle mich nicht empowered. 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 Schritt 2. Die anderen Mitglieder der WhatsApp-Gruppe spammen diese Person zu vom anderen Stern mit solchen Texten, mit ultralangen Memos und was weiß ich nicht was und sagen ihr, wie geil diese Person eigentlich ist. Also was sie an ihr schätzt, was diese Person gut macht und allgemein nur positive Eigenschaften, nur positive Dinge, einfach so viel Liebe und Positivität, wie man sich das einfach nur wünschen kann. Ja, und das macht jeder. In unserem Fall waren es dann 14 Nachrichten, die du an deinem Tiefpunkt liest und dir denkst, wow. Diese ganzen Sachen, die vielleicht selbstverständlich sind, die man Menschen nie sagt, niederzuschreiben und das dann wirklich an seinem Tiefpunkt zu lesen und zu sehen, so, okay, so siehst du mich also, wow. Danke. Sowas braucht man manchmal. Und vor allem dann, wenn es einem nicht gut geht.
Schritt 3. Die Person, die sich nicht empowered fühlt, liest sich diese mit Hingabe geschriebenen Texte einfach durch und fühlt sich danach wie eine geile Sau. Es ist wirklich so, wenn es einem nicht gut geht und man sowas liest, dann ist es einfach wunderschön. Wichtig hierbei ist, dass du den Satz, ich fühle mich nicht empowered, diesen wichtigen Satz, dass du den nicht täglich nutzt. Also das muss schon so eine Schaltenumarmung sein. Dass du nicht, ich weiß nicht, den einfach beliebig nutzt oder so, nein. Wartest wirklich, bis du wirklich das Gefühl hast, so, es geht nicht mehr. Guys, irgendwas stimmt nicht. Wisst ihr, es gibt die verschiedensten Gründe, sich nicht empowered zu fühlen. Und das Schöne an unserem Prinzip ist einfach, dass es egal ist. Du musst nicht sagen, warum. Ob das Probleme sind, die hier drin passieren, die mit deinem Aussehen zu tun haben, die mit Mitmenschen zu tun haben, deinem Umfeld, es ist einfach wurscht. Die Hauptsache ist, dass wenn du selbst siehst, hey, ich komme gerade nicht weiter oder irgendwas belastet mich, dass du dir Hilfe suchst. Und vielleicht würden andere sagen, hey, ganz ehrlich, ist doch nicht so schlimm. Aber für dich ist es das Schlimmste auf dieser Erde, gerade in diesem Moment. Und dann ist es okay. Es ist okay, dass du dich nicht gut fühlst. Es ist okay, dass es dir gerade nicht gut geht deswegen. Und aus dem Grund schreibst du das einfach, ich fühle mich nicht empowered. Ohne jegliche Erklärung. Und das Schöne ist, diese ganzen Nachrichten, diese ganzen wunderschönen Texte, diese ganzen Memos, all diese positive Energie bleibt. Jedes Mal, wenn du dich danach nicht empowered fühlst, liest du dir einfach diese Texte durch. Das funktioniert aber nur, wenn alle in dieser Gruppe das ernst nehmen und das wirklich auch annehmen, dieses Prinzip. Ich feiere meine Freunde von der Schauburg heute noch für diese ultra geile Idee. Ich glaube, dass uns dieses ganze Prinzip sogar noch mehr zusammengeschweißt hat, so als Gruppe und als Freunde. Und ich sage euch ganz ehrlich, in meinen Augen zeugt es von ganz viel Mut, sich zu melden, wenn man sich nicht empowered fühlt oder nicht gut fühlt. Und ich kann es wirklich nur allen ans Herz legen, weil es echt eine coole Sache ist. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was Süßes in die Kommentare, da würde ich mich total freuen, wenn ihr ein bisschen Liebe da lasst. Und Positivität. Positivität? Positive Energie? Sowas halt. Ne? Und folgt mir gerne auf Instagram, dann kriegt ihr auch noch ein bisschen mehr Positive Vibes. Mir. Wenn ihr meine Schauspielkollegen und mich mal live in Action auf der Bühne sehen wollt, dann kommt uns doch gerne mal besuchen. Ab November stehen wir wieder zusammen auf der Bühne in der Schauburg. Da würden wir uns sehr freuen, jemanden von euch bei uns im Theater zu sehen. Link ist unten. Und schickt dieses Video in sämtliche WhatsApp-Gruppen und verbreitet die News, weil es einfach so ein geiles Prinzip ist. Ich liebe das einfach. Wirklich. Und es macht auch so Spaß, eine Person zu empowern. Es ist einfach so geil, wenn du danach weißt, hey, egal wie scheiße es der Person ging, egal wie nicht empowered sie sich gerade gefühlt hat, jetzt fühlt sie sich 100% besser. Ganz sicher. In dem Sinne, make some people happy. No rules. Just smile. Und habt euch lieb, show some love. Positivity. Peace. All the things. Und wenn nicht, auch gut. In dem Sinne. Wir müssen es nochmal machen, der ist out of focus gegangen. Echt? Bitte, wir kommen. Das ist wegen mir bestimmt. Nein. Alessia! Alessia! Ja, danke. Ja, komm nochmal schnell. Ich bin hier nicht. Komm, ich komme rein. Boah, ich muss furzen. Ja. Was soll ich denn sagen? Sag, ich fühle mich nicht empowered und du bist jetzt traurig. Ich fühle mich nicht empowered. Okay. Ich fühle mich nicht empowered. Passt das so? Mit längerer Pause hast du aber schon mal geschnitten. Ich fühle mich nicht empowered. Du warst viel zu... Okay, mach noch einmal. Okay, sorry, das ist gerade so... Weißt du noch, wo du es damals reingeschrieben hast? Ich hab's nie reingeschrieben. Egal, aber wir... Oh, Niklas. Was denn?